Hallo Tag! Hallo, aus dem Auto. Ja, du bist im Auto. Wo geht's denn hin? Zum Aserland, zum Beta. Oh, ich mache schon Werbung. Upp, sag mal, wie ist denn deine Woche? Ah, ein wenig durchwachsen. Also, ich sitze momentan alleine im Büro und darf halt, oder ich cover mein Büro alleine gerade. Und dann habe ich noch ein paar Aufgaben, die ich noch zu erledigen habe daheim. Wie zum Beispiel einkaufen, asiatische Lebensmittel, das fehlt uns mal wieder. Kinder bespaßen, weil heute sind Konzeptionstage in Stuttgart. Also diejenigen, die Konzeptionstage nicht kennen, das sind die freien Tage für die Erzieher. Die lernen was dabei. Ja, natürlich, natürlich. Und ich bin froh, dass meine Eltern heute da sind. Die haben sich angekündigt und die bespaßen jetzt gerade meine Eltern, damit ich dann schön entspannt einkaufen kann, weil sonst, wenn die Kinder dabei sind, dann ist der Einkauf ein bisschen größer als eigentlich geplant. Dann wird halt noch Sticko eingepackt, dann wird dann wahrscheinlich noch irgendwelche Guayabanos und Calamansi-Juice doppelt und dreifach dann gekauft. Skyflakes wird dann auch vielleicht doppelt gekauft und noch ein paar andere Leckereien. Und ich wollte eigentlich diesmal ein bisschen mich zurückhalten, weil wir bald auf die Philippinen fliegen. Boah, super. Habt ihr dann eigentlich jetzt schon, habt ihr euren Flug schon gebucht? Ja, Hammer. Also wir wollten eigentlich letztes Jahr im November den Flug schon buchen, aber dann hat mein Mann gemeint, ja, wart noch ein bisschen ab, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gibt es da noch irgendwie diverse Angebote. Und dann jetzt haben wir Anfang Februar uns einen Flug dann gebucht, weil ich gesehen habe, okay, die Flüge werden jetzt langsam teuer und wir müssen ja nach Davao City runterfliegen. Ich möchte nämlich nicht irgendwie Stopover über Manila machen. Also mit Kindern und und viele Koffer. Das wollte ich halt eben nicht. Und Singapore Airlines weiß ja selber, ist ja die einzige, die da halt direkt runterfliegt nach Davao City. Und somit haben wir halt unsere Flüge mit Singapore Airlines gemacht. Und ja, die Kinder freuen sich, wir haben sie schon fleißig gebrieft, von wegen, wir fliegen bald zu Lola Philippinen, ist es immer? Lola Philippinen. Die haben schon unsere Koffer gesehen, fahren die ganze Zeit schon in der Wohnung mit den Koffern rum und versuchen da ihre Plüschtiere schon einzupacken. Habe ich gesagt, ja, und Shorts, T-Shirt. Brauchst du ja auch noch und Unterwäsche. Und dann meinte mein älterer Sohn, ja, und Pringles und Candies und Schokolade. Ich so, ja. Ja, die typischen Passalubons, oder? Oder für die Kids? Ich glaube, er meinte eher die Sachen für sich selber. Aber natürlich besorge ich dann praktisch die Passalubons dann für die Familie. Was hast du denn eigentlich dann so typische Passalubongs eigentlich dann für Philippinen? Das ist ja immer so von Koffer und Familie immer irgendwie anders. Aber hast du da gewisse Spezialitäten, die deine Familie mag? Ich habe sogar jetzt schon angefangen, obwohl wir in 3 Monaten fliegen. Aber ich habe jetzt schon angefangen, langsam mal was zu kaufen. Hauptsächlich, klar, Schokolade, Candies, dann Vitamine. Also alle Food Supplements, die finden die total super. Omega-3, also dieses Fish Oil oder Vitamin C in Tablettenform, die du auflösen kannst im Wasser. Und Venengel, Rheumasalbe für die ganz Älteren oder halt in unserem Alter, die schon Rheuma haben. Echt? Okay. Ja. Also das ist both sides. Also von meinem Mann und von meiner Seite finden das total toll, dass wir da sowas mitbringen. Und was noch? Also ich habe halt meinen Kindern gesagt, ob sie halt Spielzeug schenken möchten, die sie halt nicht mehr gebrauchen. Und da sind wir gerade dabei am Aussortieren, weil es ja so schade ist. Hast du dich dann irgendwie, wenn du auf die Philippinen, ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal war, aber bereitest du dich dann irgendwie ganz speziell irgendwie für die Philippinen irgendwie anders vor, als irgendwie vielleicht für andere Flüge? Ja, schon. Also ich habe das vielleicht mir so angeeignet von meinen Eltern. Also meine Eltern waren auch so die
sehr früh angefangen haben, die Koffer hinzustellen und immer so nach und nach Sachen gekauft haben, so wie ich es jetzt gemacht habe, und einfach mal in den Koffer reingetan haben. Die Frage ist halt immer gewesen, ob wir immer alles mitnehmen konnten, wegen Overbaggage. Aber man hat eben nach und nach immer die Sachen da reingepackt. Und dann wusste man, okay, wenn der Koffer immer da ist, ah, okay, es geht jetzt langsam jetzt dabei, den Koffer richtig zu packen. Aber Hauptsache mal alles so nach und nach mal einfach mal so reinzuschmeißen. Und dann kurz vor knapp, beziehungsweise bei meinen Eltern war es meistens 5 Tage vorher oder so, waren die Koffer schon ready. Geil. Aber bei uns, wir sind damals, also wir sind das letzte Mal 2018 runter. Und da war ich mit meinem zweiten Sohn noch schwanger. Und dann konnte ich halt nicht so viel machen. Deswegen habe ich halt eben das Packen größtenteils meinen Mann überlassen. Das kann er richtig gut. Meine Mutter hat dann ihn dann ein bisschen unterstützt. Und dann kam noch meine Patentante dazu und meinte, oh, ich habe da noch was. Kannst du das noch mitnehmen? Kannst du das mitnehmen? Kannst du jenes mitnehmen? Wir machen das schon so, dass wir, wenn wir gute Freunde kennen, Familie oder sonst wie, die uns halt fragen, hey, kannst du was mitnehmen für uns, für unsere Familien? Da sagen wir nicht nein, weil das machen wir ja bei denen ja auch. Und wir sagen auch, hey, bitte nicht so viel, also muss nicht so groß sein. Eine Kleinigkeit, das zählt ja auch. Und ja, dann nehmen wir das halt eben auch noch mit. Dann sagen wir, hey, da ist die Deadline. Bis dahin sollen die Sachen schon bei uns sein, damit wir halt den Koffer entsprechend auch packen können. Wenn wir jetzt über das Kofferpacken sprechen, bin ich dann eher fertig als mein Mann. Der macht das da immer so einen Tag vorher. Und dann wird gegrummelt und gejammert, immer Jaujau gemacht. Wo ist das? Wo ist jenes? Wo ist hier? Wo ist das? Und denke ich mir, ja, hättest du das Wochen vorher mal dir mal überlegt, was du gerne mitnehmen möchtest, dann wäre das jetzt nicht so stressig. Ja, aber ja. Das schon hört sich echt trotzdem nach koordiniertem Einpacken ein. Also ihr seid da voll die Profis. Ja. 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 Doch. Also ich war ja jetzt auch letzte Woche. Ich habe sogar eine Liste gemacht. Echt? Ich habe sogar eine Liste, ich habe sogar ein Booklet, wo ich, was ich alles brauche für die Philippinen, für die Familie, was ich was wir brauchen und was wir mitnehmen von den Philippinen nach Deutschland. Habe ich jetzt schon eine Liste. Nicht dein Ernst. Doch. Wie geil ist das denn? Schick dir das mal, ich schick dir nach ein Foto, dann kannst du es sehen. Also falls ihr irgendwie noch eine Do-it-yourself-Liste noch braucht, Char kann auf jeden Fall euch richtig Tipps geben, wie man organisiert reisen kann. Ist mega. Ich meine, es hilft ja auch, weil ich meine so, es gibt ja die strukturierten Packer und es gibt die emotional Packer. Ja. Das sieht dann aus wie kreatives Chaos, aber ob letztendlich irgendwie alles dabei ist, das ist eine andere Frage. Aber eigentlich ist es cool, ja. Also ich meine, ich habe es ehrlich gesagt, ich komme ja auch gerade aus den Philippinen. Ich habe sowohl beim Hinflug und beim Rückflug eigentlich sehr strukturiert gepackt. Bloß beim Hinflug ist mein Koffer nicht angekommen und ist auch immer noch verschütt. Und bin mal gespannt. Das ist so traurig. Ich habe da schon Panik davor, wenn das bei uns passieren sollte. Oh. Ja, das ist echt traurig, weil das war eigentlich in meinem Koffer war kaum was von mir drin. Es waren nur Mitbringsel drin. Es waren nur Geschenke da drinne, also deswegen die Person, die es entweder für sich gefunden hat, herzlichen Glückwunsch zu ganz viel Schokolade und Parfums. Und ja, und beim Rückflug ist ja halt eben genau so was Ähnliches passiert. Er ist 5 Tage zu spät angekommen und als ich ihn dann an der Haustür in Empfang genommen habe, war er auch noch völlig zerstört. Also irgendjemand hat mal seine Wut an meinem Koffer noch rausgelassen. Aber ich habe ja auch schöne Liebesbriefe jetzt an Singapore Airlines geschickt und mal schauen, wie die jetzt drauf reagieren. Darüber kann man auch eine Folge machen. Hast du denn so ein Formular schon ausgefüllt bezüglich deinen Koffer oder dass er damaged ist oder so? Alles. Ich habe gestern alles per E-Mail geschickt. Ich habe alles dokumentiert. Ich habe lauter Fotos denen geschickt. Ich habe alle Report Numbers und Codes, die ich bekommen habe, habe ich denen abgeschickt. Es waren wirklich sehr viele Anhänge, sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug die E-Mail. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Singapore Airlines auf jeden Fall ein Herz für einen speziellen Fall wie mich hat, weil
Ich hoffe, das passiert nicht so oft, aber ich kann auch sagen aus der Erfahrung, dass Singapore Airlines einfach der besten Airlines ist, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Jeder muss irgendwie seine Airline finden. Lieber spare ich halt eben und nehme halt Singapore Airlines. Ich meine, es gibt noch andere Fluggesellschaften, die noch viel teurer sind, aber ich finde halt eben diese Airline, die uns auch direkt nach Davao bringt, halt einfach mega. Also ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es jetzt auch ein spezieller Fall, aber der mir halt eben ziemlich in Erinnerung bleiben wird. Ich würde nur jedem empfehlen, vielleicht sowas ähnliches wie ein AirTag irgendwie noch in seinen Koffer reinzunehmen. Hat mir die Weil Suche auch gesagt, ich kaufe mir das demnächst, ja, mach das. damit ich auch weiß, wo meine Koffer stecken. Definitiv. Also das ist halt einfach, wo man sagen kann, Lesson learned. Man muss es ja nicht machen, aber die Freundin, die mit mir runtergeflogen ist, die hat halt eben immer ihren Koffer irgendwo verorten können. Und das war halt eben voll geil. Und ich habe natürlich automatisch gedacht, ja klar, wo ihr Koffer ist, ist auch mein Koffer. Pustekuchen. Auch ein Tipp für diejenigen, die mit Kindern reisen, mit Kleinkindern reisen und die müssen ihren Kinderwagen abgeben. Ich habe nämlich 2018 einen Kinderwagen dabei gehabt, weil unser erster Sohn noch, der war, wie alt war der? 2,5 Jahre. Und wir haben unseren ja, Kinderwagen halt eben abgegeben, weil wir durften den ja nicht weiter mitnehmen irgendwie. Bis zum Gate, den haben sie dann abgenommen, haben einen Tag dran gemacht. Mein Fehler war, dass ich keine Plastiktüte drum gemacht hatte. Obwohl eine Freundin mir eine gegeben hatte, weil sie genau wusste, dass eventuell der Kinderwagen beschädigt werden könnte. Aber ich habe mir halt nichts, da habe es halt vergessen. Und ich dachte halt, Singapore Airlines wäre so proaktiv und würde dann entsprechendes auch eintüten, wenn die das ja sogar mitnehmen. Ja, dann kam ich in Davao City an. Der Kinderwagen auch, aber ist komplett zerstört. Der Stoff das von der Halterung war komplett aufgerissen. Am Kindersitz war auch an den Seiten aufgerissen. Und da haben wir uns da nur Gedanken gemacht und dachten, hey, was haben die denn mit dem Kinderwagen gemacht? Wie brutal gehen die denn mit unseren Koffern und so? Und vor allem Kinderwagen. Also den Kinderwagen konnte ich so nicht mehr benutzen, weil der halt einfach, der Sitz an sich war schon zu locker. Aufgerissen war auch noch der Stoff. Halterung ebenfalls. Das haben wir natürlich reklamiert. Und dann haben wir halt vor Ort dann noch so einen Zettel ausfüllen müssen. Dann Fotos haben wir gemacht und Habt ihr dann musste ich. was bekommen? Ja, also ich musste also im gleichen Wert einen neuen Kinderwagen besorgen. Und das haben wir denn eingereicht mit der Quittung und das und jenes. Und dann habe ich das Geld dann auch überwiesen bekommen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber lasst mich lügen. Ich glaube 3 Wochen, 4 Wochen. Aber das ist Hab, gut. aber Noch dann gut. habe ich dann was auch zurückbekommen und dann war das auch wieder fein. Aber Lesson learned, das nächste Mal packe ich. Entweder man kauft sich halt so einen Kinderwagen, den du als Handcarry irgendwie in die Compartments reinpacken kannst. Da gibt es ja momentan so ganz kleine, süße. Oder du holst dir so eine Riesentüte, so eine durchsichtige Tüte und da steckst du halt deinen Kinderwagen rein und dann tust du das halt mit abgeben. Ja. Das kann ich euch echt ans Herz legen. Also, Ja. die Erfahrung halt, die hätte ich nicht gebrauchen können in dem Moment. Ja. Also auf jeden Fall, das sind jetzt irgendwie doch ein paar Tipps dazugekommen. Ich meine, wir fliegen trotzdem noch mit dieser Airline, weil Ja, wir einfach sowieso. wir haben halt eben nur Erfahrungen jetzt mit dieser Airline gemacht. Alle anderen Airlines haben auch bestimmt irgendwie ein bisschen. So, da kann man auch Erfahrung sammeln. Aber auf jeden Fall, schreibt uns doch einfach mal, wie bei euch die Erfahrung ist mit den Flügen von diversen Airlines. Vielleicht waren hier auch ein paar Tipps mit drin. Und ja, weißt du was? Lass uns doch mal nächste Woche doch mal telefonieren. Ich bin nächste Woche bin ich bei der philippinischen Botschaft und werde den philippinischen Pass und Report of Birth. Naja, also zuerst Report of Birth, dann den philippinischen Pass für meine Tochter. Oh, cool, super. Ja, und ich sag's dir, ich weiß gar nicht, wie viel Papier ich da schon verwendet habe und wie oft ich zum Landgericht und zum Notar. Aber ich werde nächste Woche dann dir das mal berichten, wie das dann in Berlin dann bei der Botschaft war. Okay, das war's dann mal von uns. Das war nur ein kleines Update jetzt hier, wie unsere Woche war.
Ey, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Einkaufen, ne? Dankeschön und dir auch noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Tschüss. Ayo, ayo. Ayo, ayo.